Stevie, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher. Wir müssen es durchziehen. Wir müssen es durchziehen, Benni. Wir spielen anderthalb Stunden. Ein bisschen drüber, aber... Warte mal, irgendwie ist mein Headset kaputt. Ich höre hier bloß auf dem Ehrenohr. Oh Gott, was ist denn los? Kopfschmerzen. Der Dachboden. Ja, I don't understand. Nimm Kopfschmerztabletten oder so. Oder wie ich es nenne, Sonntagnachmittag, wenn man aufwacht. Okay. Der Dachboden, wo ist jetzt auf den Dachboden? Oh nein. Warum jetzt denn der Dachboden? Kann nicht zuerst der Keller, jetzt der Dachboden? So die Orte, die man nicht besuchen möchte in so einem Horrorhaus. Na, ich finde, der Keller war schon... Warst du das gerade? Das war ich gerade, ja. Oh, ich finde, der Keller war schon das Schlimmste. Also, was heißt, war das Schlimmste? Ich finde, der Keller ist immer das Schlimmste an so einem Huselhaus. Oh je. Ach, je. Na denn. Okay, wir gehen weiter. Das hat mich jetzt auch gerade... Komm, wir machen davon ein Foto. Komm, Foto machen. Yay. So, okay, dann zieh mal runter, das Ding. Ist ja das klassische amerikanische Dachboden. Irgendwie, wa? Diese Auszugsleiter. Ja. Hat jemand von euch so einen Dachboden mit so einer Leiter? Also, falls ihr in einem Haus wohnt, oh, guck mal, da haben wir wieder 200 Zahlen. Ja. Da machen wir jetzt erstmal ein Foto. Machen wir mal ein Foto, genau. Okay, Raum. Na denn, check mal den Raum weiter aus. This is huge. Noch mehr Zahlen. I've never been here before. Weil das ist ja hier komplett... komplett ausgebaut. Guck mal. Schön. Ist das bestimmt Opa und Oma. Was steht da? Age is just a number. You can add or subtract, but at the end of the day, when the time comes, you die. Anyways. Okay, alles klar. Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren oder subtrahieren, doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du. So oder so. Okay, wir müssen anscheinend irgendwas addieren oder subtrahieren. Deswegen vielleicht auf dem Schloss minus 1? Vielleicht. Also. Was knirscht denn hier so? Was ist denn das? Schau mal nach oben. Ah. Schön. Ein Foto machen? Foto. Foto. Was haben wir denn hier Feines? Mal weg hier. Ah, auf wieder Sonntag. Oh nein. Ach doch. Kann ich das jetzt hier benutzen? Ich glaube nicht. Immer noch nicht. Weil du sagst, er ist ja eventuell. Ah, okay. Bilder fehlen. Oh, ist ja mal überhaupt nicht unheimlich hier. Überhaupt nicht creepy, der Shit hier. Ach, guck mal, schreib die mal auf. 13. 1, 3. Okay, dann check mal die anderen Wände. Okay, also andere Bilder sagst du. Du sagst also hier zum Beispiel das da. Ja, machen wir da ein Foto von. Ah, okay. So, das eine war jetzt eckig, wa? Oder was? Das ist rund. Das und ist da rund? Steht 10. Ja. Okay. So, hier haben wir dann aber das. Da. Was sind das? Schlüssel? Achso, ja, warte, guck ich mir gleich an. Ich will mir gerade nur kurz die Nummern einkassieren. 20. Okay. 25. 25. So. Was haben wir da? Jetzt können wir hier mal gucken. Ach, ein Herzschlüssel. Resident Eviler geht's doch kaum noch. So, und dann haben wir hier hinten noch das Kinderfoto. Aber da wird wahrscheinlich jetzt nichts zu sehen sein, oder? Nee. Geh mal hin zu dem Foto, bitte. Oder zu dem Bild. Bitte? Was war das? Ich würde mich komplett einscheißen da in diesem Haus irgendwie, wenn das überall knarzt und knetscht. Was ist denn das? Fifield Old Albert Maxwell. 5 Jahre alt. Fifield Old, okay. Kann ich mitnehmen? Ah, okay. Was? Fragezeichen. Okay, warte, ich mach hiervon nochmal ein Foto. Ja. Oh! 30? Ja.
36. Okay. Da steht auch noch was. Guck mal, da. Kommst du nicht näher ran? 43? 43. Ja, irgendwie will ich da nicht näher ran. 43. Okay. Lass uns doch mal ein bisschen knobeln hier. Warte mal, links stehen. Schau mal, da hinten stehen noch Bilder. Kannst du die nehmen? Oh, da? Hier? The shape of this portrait. Die Form dieses Porträts. Giovanna Maxwell, 56 genau. Jahre alt. So, lass mich raten, das kann ich hier hinhängen. Mhm. Okay. So, okay, wo sind denn die anderen Bilder? Ja. Gute Frage. Oh, warte mal, kann es vielleicht sein, stopp mal, dass wir immer auf 43 kommen müssen, um die Wand einzureißen? Ja, häng mal die Giovanna oder genau sie, häng die mal dahin, wo der People hängt, da wo die 13 dahinter war, weil 56 minus 13 sind 43. I'm carrying too much already. Was ist denn jetzt? Was ploppt denn da? Full loaded. Nein, wir sind voll beladen. Ja, warte. Muss die hier kurz zwischenbunkern. Den hier rausnehmen. So, warte mal. Der ist 5. Den hängen wir bitte an die 38. Also das Sechseck. Also da, wo er vorher gehangen hat. Ja. Okay. Und die Oma willst du jetzt da hinten haben, sagst du? Ja. Okay. Jetzt haben wir 43. Bei Beden ist jetzt 43. Guck mal durch die Mauer. 43. Hat sich nicht geändert. Ja, schade. Schade, war vielversprechend. Beden ist auf 43. Wäre jetzt auch, also ist ja gar nicht so verkehrt eigentlich, finde ich jetzt, die Theorie. Weil... Aber ist nichts passiert. Nee, jetzt müssten wir halt noch andere Bilder, glaube ich, finden. Weil das ist jetzt auf 43 und das Ding hier ist auf 43. Ja, wir müssen ja noch irgendwelche finden für dieses und für das Ding hier. Aber wo? Warte mal, haben wir irgendwo, können wir mit dem Herzschlüssel irgendwas aufschließen? Irgendeine Tür? Nee, aber wir können ja mal gucken, ob ich... Achso, mit dem Herzschlüssel. Ja klar, doch, natürlich, wahrscheinlich den Raum der Eltern, unten. Ah, okay. Da wo doch die... ich zeig's dir. Ich kann mich gerade nicht ausdrücken, ich weiß. Ja, da wurde Familie, also wurde Pärchenfoto hängen, ne? Genau. Aber du hast recht, 43. Die 43 ist wichtig. Okay, ja, das wiederholt sich alles wieder. Dann ist das war schön, war das schöne Programm? Das ist doch so ein bisschen so zum Wegdieseln irgendwie. So ein Berieselungsprogramm. So, hier hätte ich jetzt gedacht. Oh, es funktioniert. Ja, ich weiß, aber ich habe gerade... Oh, wir gehen ans elterliche Schlafgemach. Oh Gott. Aber nur nicht bei den Fotos, bitte guck dir noch mal die Bilder an. Naja, ist halt... Ach du Scheiße, wie groß ist denn das alles? Ich mach erstmal ein Foto. Erstmal ein Foto in die Halten. What a mess. A mess. Guck mal, hier gibt's the entrance key should be somewhere. So, was? Der sollte hier irgendwo sein. Der Schlüssel für den Eingang sollte hier irgendwo sein. Okay. Warte mal da. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Was soll das sein? Na, okay, Medikamente. Pametz. Holla, das ist aber ordentlich, ey. Also Medikamente. Das hört ja gar nicht auf. Ja. Oh, was hier? Grandma's Diary. Diary? Kann ich es mitnehmen? Oh je. 22. März 1972. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann. Wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 29. März 1972. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute.
Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. 1. April 72. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hätte. Hatte. Schön. 3. April 72. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. 5. April. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitet ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. 9. April 72. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht mehr finden. Ein schönes Geschenk, was mir Albert je gemacht hatte. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und ihn meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. 10. April 72. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. 11. April. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum wir ihn dieses Scheißbuch gekauft haben. 7. Mai. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Alter, was ist denn los hier? Sie schmerzen sehr und ich sehe mit jedem Tag verschwommener. 22. Mai. Gott. Die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehstärke verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, fernsehen oder überhaupt an etwas anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. 23. Mai. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit meinen Augen in so einem Zustand. 28. Mai. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Hilf mir Gott, bitte. 2. Juni. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn ich nicht sehen kann. Ich fühle eine Präsenz. Da lebt jemand bei uns. Das hört sich aber, also, krass. Ja. 3. Juni. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass da jemand atmet. Dass ich jemanden atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. 26. Juni. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, dass sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein zu Hause sein. Ich bin hier nicht sicher. Oh, mal ganz kurz hier. Letzter Test hier. 27. Juni. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter... Ja, super. Worunter denn? Okay, weiter geht's nicht. So, kann es sein, dass dieses Buch, über was sich Johnny sehr gefreut hat, irgendein gruseliges Scheißbuch war, was man nicht hätte lesen sollen? Necronomicon. Ja, oh nee, bitte nicht schon wieder sowas. So, there are meds everywhere. Ja. Eyecrawls. Ja. Oh Gott, was ist hier? Hallo? Oh, guck mal. What are these things? Dias. Das sind Dias. Stimmt. Dann machen wir mit. Guck mal nach oben, da sind für riesen Tassen da drin. What better, ey. Ja, weil, guck dir mal ein Bild von ihr an. Sie hat nirgendwo Pupillen auf den Bildern. Ja, stimmt. Deswegen weiß ich es ja. 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 She was so sick. 26. Juni 72. Elizabeth Maxwell. Augenuntersuchung, Diagnose, Katarakt. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke prozentual. Rechtes Auge 95%, linkes Auge 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Nächste Visite am 26. Juli 72. Toll. Das ist immer das Geilste, so wenn du mit irgendeiner Scheiße irgendwie, die dich komplett aus deinem Leben ruppt, irgendwie zum Arzt ist und der sagt, keine Ahnung, ich hast du erstmal Tabletten, keine Ahnung, schmeiß sie dir ein. Ob sie dir helfen, wissen wir nicht. Aber sind so, solange wir was wissen. Schöne Ding. Ja, es ist drüben im
Dieses Trüben im Fischen? Ja, genau, das Fischen im Trüben meine ich. Ich war gerade. Aber wo könnte jetzt der Ring sein? Also, das letzte Mal war er bei Johnny. Und jetzt, ja, wissen wir. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Da haben wir doch was. Ja, ja, jetzt geht's los. Was bist du? Uranus und Neptun. Neptun. So, jetzt ist die Frage. Kriegst du es hin? Nee. Nee, da bin ich. Nee. Bin ich nicht gut drin. Wenn also jetzt wahrscheinlich wüsste, aufgrund der Größe ordnen oder was? Oder? Nee, ich hätte jetzt gesagt, sonnensystemmäßig wegen Uranus, Neptun, warte mal. Wie war denn dieser schöne Merksatz? Mein Vater. Also sprich Merkur, Venus eigentlich. Mhm. Was ist dein Vater? Erklärt mir jedes Wochenende, nee, jeden Samstag unser Sternensystem oder irgendwie so war das. Also, genau. Aber das würde nicht hinkommen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag. Schreibt Mutti gerade. Ihr lebt ja noch. Ja, wir leben noch. Teile von uns sind noch am Leben. So, also warte mal. Ich wollte ja hier nochmal gerade kurz gucken. Mars und Jupiter. Also der Mars und der Jupiter. Mein Vater erklärt mir... jeden Sonntag. Ja, dann passt das ja hier auch nicht hin. Wieso? Ja, wenn das jetzt, wenn das jetzt hier die Erde ist, sag ich jetzt mal, das hier in der, was jetzt fest verankert ist. Ja. Dann wäre das Merkur, mein Vater, Venus, Erde, aber das würde, weiß ich nicht, ob das hinhaut, Mars. Also mein Vater erklärt mir, Jupiter, jeden Samstag ist dann der Saturn. Unser Sonnensystem. Neptun nicht mehr passen. Hallo, ich kann die Dinger ja auch noch. Jojo, grüß dich! Unsere neuen Planeten. Vielen herzlichen Dank, ja klar. Okay, dann fehlt uns aber nur noch eine Brosche. Weil dann wäre das jetzt so quasi richtig, weil dann ist das hier Mars Jupiter. Danke für den Tipp, Jojo. Und das ist doch Neptun Uranus. Unsere. Achso, Neptun Uranus, also andersrum. Okay, warte, dann muss das hellblaue. So lang. Und Mars ist ja der rote Planet, genau. Und dann fehlt uns noch hier vorne ein bisschen was. Okay. Also dann wissen wir zumindest, dass wir da schon mal hin müssen. So, aber was haben wir jetzt hier gefunden? Haben wir jetzt... Wir haben hier noch nichts. Wir haben das hier aufgemacht und haben nichts. Nee. Oh, warte mal. Ja. Kommen wir mal zurück zum Schrank? Ja. Achso, der hat hier bloß jetzt an der... Achso, das sah so an der Seite vom Schrank aus. So nach dem Motto, aber, oh, da könnte man mal grabbeln. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie sowas wie, Bilder? Mit, ne? Hier mit irgendwelchen Zahlen hinten drauf. Meinst du? Die wir dann mitnehmen könnten für oben. Ja, das wäre sehr schön, aber ich glaube fast nicht dran, dass wir die hier finden. Ich auch nicht, aber, also... ich auch nicht. Kannst du da, mach mal ein Foto, direkt von dem Ding, von dem Foto. Mach mal ein Foto von dem Foto. Foto von dem Bild, okay, meine ich. Ja, ja, du hast recht, auf jeden Fall hat hier was... Was? Bitte was? Spring. Es hat sich angehört wie draußen. Eine Uhr? Achso, war das eine Kuckucksuhr? Ja. Hallo? Aber hier ist nichts. Oh, hallo? Wird ja da so mit WD-40 durchgehen, mal. Oh. Hallo? Hat jetzt. Schau mal hier in der Küche die Kuckucksuhr an. Also klang so, als wenn. Boing. Als wenn irgendwo was passiert ist. Nee. Warte mal, wir gucken uns jetzt erstmal das Foto an, was wir gerade geschossen haben. Haben wir irgendwo einen Dia-Projektor? Ach, guck mal an. So sieht's eigentlich aus dahinter. Schön. Schöner Kerzenraum. Ist ein ganz toller, begehbarer Kleiderschrank. Okay, nee, wir brauchen irgendwo einen Dia-Projektor oder irgendeine Lichtquelle. Ein Dia-Projektor. Hast du sowas schon gesehen? Also wir haben ja hier nur die Medikamente. Warte mal, der Fernseher. Könnten wir nicht die Lichtquelle, könnten wir, That's wrong. Warum kann ich... Warum? Der 10 Lied aus der Toilette oder was? Warte mal, kann ich hier den Schlüssel benutzen?
Das hatte ich schon ausprobiert. Mhm. Okay. Wo kommt der her? Ach du Schande, wo ist denn die... Wo ist die Maria hin? Maria, wo bist du geblieben? Tür ist offen. Als ob. Tür ist da hinten offen. Ja, ja, hab ich gesehen, deswegen war mir ein als ob. Oh, Fluchtinstinkt ist da. Fluchtinstinkt! Okay, okay, okay. Also, ich wollte gerade sagen, alle für die neu dabei sind, aber komme ich gleich zu. There's definitely someone here. Oh! Oh Gott. Achso, da vorne. Ja stimmt, wir hatten ja vorne am Dings haben wir doch die... Wir könnten mal die Unwesentlichen aussortieren, sonst habt ihr bald keinen Überblick mehr. Sollen wir die wegschmeißen? Ja, ja. Wie kann es klingeln, wenn wir kein Signal haben? Es ist ein In-House-Call. Wir gehen jetzt einfach da hinten zu der offenen Tür, weil wir so... Oh, da ist eine Kassette. Kann ich die hier öffnen? Wollen wir uns das Tape zuerst anhören, oder? Da steht sie jetzt. Das ist ja mal gar nicht unheimlich. Oh, hat sie jetzt was in der Schale? Können wir da mal gucken? Oh! Da bin gerade irgendwie bei sowas. Soll ich jetzt immer noch gucken gehen, ob die was in der Schale hat? Immer hinterher. Haut die jetzt immer vor dir ab? Hallo? Das ist so unangenehm, ey. Das ist halt unangenehm für den Boden, was denn für Kratzer machen muss. Oh, mach halt aus! Come on, Alter. Ist da was aufgebaut? Ach nee, das ist ein... Okay, komm! Wo willst du jetzt hin? Geht jeder hin! Benni! Wir hören uns jetzt die Kassette an. Wir hören uns jetzt erst die Kassette an. Sei nicht so ein Schisser, jeder jetzt hin. Los! Wir gehen uns jetzt die Kassette anhören. Zum Glück bin ich der Spielende. Ey, sei doch nicht so ein Schisser. Wieso? Wir hören uns doch jetzt erstmal die wichtigen Informationen an von unserem Priester, wie wir ein Ritual richtig durchführen. Ah, Chat rückt ihn! So. Erstmal Kassette hören, wichtig. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Also der Lukas hat schon den Oscar verdient für seine Zitate. Also das ist schon... I'm losing my mind. Alternative reality. So, wir machen uns jetzt aber kurz nochmal, bevor wir wieder zurückgehen. Ja, Steve, wir gehen auch gleich zurück. Wir machen uns aber ganz kurz nochmal ein bisschen leerer. Vom Inventar. So, schauen wir mal, wo die graue Madonna jetzt ist hier. Madonna. Hier haben wir... Yeah, room. Papas Zimmer. Papas Raum, wo Papa Zeit hatte. Und jetzt ist sie weg. Na toll, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Guck, ich habe immer ein Foto gemacht. Wollen wir nochmal kurz fotografieren? Ist weg. Alter,
Wie groß ist das? Ey. Das ist ein gigantisches Anwesen. Am I going insane? Oh, was ist das? Was ist denn da drin? Das ist halt eine Müllermilch. Die ist doch noch gut. Die ist doch. Die ist doch noch genießbar. Oh, Diaprojektor! 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 Achso, ja, stimmt. Wir haben ja noch Dias. Ja. Oh, was ist das? Ich habe eine Kamera. Und ich nutze sie. Das ist ja nur ein Schatten. Vor allem lauter VHS-Kassetten hier. Ist ja geil. Was liegt denn da hier alles? Die Videothek. Ah, Leute, kennt ihr noch Videotheken? Vermisst ihr Videotheken? Ich vermisse Videotheken. Ah, man kann zwar jetzt alles streamen, aber es ist nicht das Gleiche. Oh, hier, guck mal, der neue Stefan. Guck mal auf den Automaten ruf. Hat der neue Stefan? Wie? Ja, von vorne, gib mal von vorne ruf. Der neue Stefan. Slide. Stefan Slide. Hey. Das ist halt, jeder will den neuen Stefan. So, wir hatten doch Dias. Da, Blood Chrome. So. Oh, hallo. Warum verfolgst du mich? Was ist dein... Ich möchte die Fotos jetzt sehen. Was kann ich denn da machen? Das ist, glaube ich, dahinter, oder? Ja, ich komme da nicht hin. Die muss weg. Weg! Ich dachte, ich kann nicht weg fotografieren. Okay, machen wir weiter. Jetzt ist sie weg! Na dann. Was war das? Hinter. Ja, wir gucken mal ganz kurz, was haben wir denn hier gesehen? Da war was. Ja, Opa Panacke-Day-Bilder versteckt. Opa konnte ihren Tod nie verkraften. Oh, was steht da? Ja, warte. 19. Elizabeth Maxwell, 68. Okay. So. Diaprojektor muss ich direkt an nicht denken. Oh ja, das war auch so eine fiese Szene in den neuen. Oder muss ich davon. Oma? Nein. Gib mal durch. Ich mach mal vorsichtshalber. Wenn nicht, müssen wir sie wegschmeißen. Schön mal Opa beraten. Mit J. Opa. Dad. Ja, Papa. Gesundheit. War nur Nuss. Danke. Was ist das denn? Chemischer Müll im See, wo wir immer baden waren. Oh. These photos are pretty old. Heulestimme, ey. Wenn du nicht... Ich würde genauso rumheulen irgendwie, aber es ist halt so... Ey, jetzt geht's wieder zurück. Ja. Okay. Jetzt überleg mal, ich spreche die ganze Zeit so. Es geht jetzt zurück. Ja, okay. Jemand hinten in die Ecke da drin, so zu dem Roten da. Wird das wirklich so eine It-Nummer? Oh, nee. Was war das gerade? Irgendwas passiert doch jetzt hier. Und das ist die letzte Münze. Aha. Nice. Sehr gut, Benny. Schön Foto von ihm gemacht. Ja. Du Genie! Du bist ein Genie! Man nannte ihn auch den Paparazzo. Was ist das hier? Merkur und Venus. Ja. Warum nimmst du das? Einfach reinlassen. Braucht man nicht. Okay, jetzt ist die große Frage. Möchtest du zuerst zu diesem wunderschönen roten... Ja, möchte ich. Warum frage ich dich überhaupt noch, ey? Das ist viel zu viel Backtracking. Was ist das? Das ist wie eine Uhr. Ach, das ist aber ein fieser Schatten, Alter. Ja, das... Okay, aber jetzt... Oh, ein Safe! Brauchst du safe? Ja, guck mal, hier, so ein rundes Bild. Brauchen wir auch. Ja, das holen wir uns. Office. Schön, holt hier. So, hier. Erstmal hol ich mir. How to contact the dead. Na, ist ja toll. All this Der time, Opa hat das gemacht. Er hat damit angefangen. Had, but he only wanted to talk to her again. Na schön, Opa hat ein kleines Ritual durchgezogen, um mit Oma quatschen zu können. Toll. So, 33 Jahre alt. Ja, habe ich schon direkt. Hast du schon das Ding, wo du hinnehmen kann. If you need combination, wenn du eine Kombination brauchst, dann weißt du, wo du sie finden kannst.
Das heißt, so, da wird eine 10 angezeigt an irgendeiner Uhr. What? Nein. Lass das an. So, machen wir uns noch ein Foto hier. Okay, passiert nichts. Okay, und auf Wiedersehen. Können ja mal probieren, erstmal ganz kurz die Planeten einzusetzen. Ach, jetzt will er die Planeten einsetzen. Naja, und das Bild wahrscheinlich auf. Wir haben sonst keinen Anhaltspunkt. Na los, schau rum. Schau rum. Ah, oh. Okay. Schon okay, Oma. Du kannst einfach die Toilettentür offen lassen. Ist gar kein Problem. Okay, was machen wir als erstes? Planeten oder... Scheiße, scheiße. Mann, Leute. Oh. Also wir können ja bloß die Planeten machen, was anderes fällt mir tatsächlich jetzt nicht ein. Aber wir können noch das eine Bild aufhängen. Na, dann fehlen uns aber noch welche. Das ist nur so ein Teilstab. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier irgendwann aus dem Keller kommt, irgendwas kommt da noch raus. Ja, vor allen Dingen überleg doch mal, du bist dann irgendwo im Haus und hast so ein Klo zugeschraubt. Das ist auch schön, ey. Also, das ist auch freaky. Ich muss mal ganz dringend auf Klo. So, wunderbar. Übrigens so, ebenfalls ein Rätsel, was wir jetzt auch nur mit Jojos Hilfe und mit Muttis Hilfe lösen konnten. So, Applaus geht an euch, ihr Lieben. Danke für den Support. Aha, und schon geht die Schranktür auf. Und schon brauchen wir den Hammer. Ah, damn, echt jetzt? Wahrscheinlich, oder? Das hab ich gedacht. Mist. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal den Hammer wieder besorgen. So, was werden wir jetzt hier finden? Vielleicht ein Bild? Ja, ah, ja klar, natürlich, da ist er doch. Deswegen war gar nicht so verkehrt, zuerst hier hinzugehen und dann nach oben. Wer ist das? Das sieht aber auch griesgrämig aus. Ja, das ist bestimmt jetzt Opa in nicht so jung, ja? Ich rein. Okay. Okay, 68. Philomena. Aha. Nein, ich wollte es mitnehmen. Oh, ne, hier ist ja noch was zum... Was ist denn hier noch drin? Was ist das? So, Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Is that... blood? Oh. Das hat er nicht gemacht. Was denn? Doch hat er. Was? Ja, wie? Also, er hat jetzt irgendwo ein Ritual durchgezogen, um mit seiner Frau sprechen zu können, die tot ist. Ja. So. Aber wenn ich jetzt... Ich bin jetzt der 16-jährige Luca, ich finde das jetzt, nehme das, mach das auf und denk so... Oh mein Gott. Er hat hiermit Kontakt aufgenommen. Warum? Das ist einfach bloß ein Amulett, wo ein Bild drin ist und auf der anderen Seite ist ein Blutklatsch drauf. Oh. Ist okay. Wenn du sagst, du hast das damit gemacht, dann ist das auch... Du Scheiße. Warum bist du jetzt hier auf einmal über Land? Schön. Candlelight Dinner. Hört doch auf. Hört auf. Oh, Scheiße. Ich nehme meine Polaroid. Okay, wir dürfen nicht raus. Ich nehme meine Polaroid und gehe woanders hin. Meinst du nicht, dass die Tür einfach bloß zugeschlagen ist? Und dass man nicht öffnen kann? Warst du das gerade mit dem Bö? Ja, ich war okay. Klar. Ich dachte, jetzt mal kurz hier schlecht und ich kotzen möchte vor Angst. Ich dachte, jetzt kommt hier gerade einer rein. Ach du Scheiße. Nimm eine Abkürzung. Durchs Klo? Ja. Was ist, das jetzt für ein Wahlgesang hier? Pfeifen? Oh Gott, Pfeifen. Oh nein. Mach mal Foto. Oh, was ist denn das? Hello! Was ist denn das? Das ist nicht... Was ist das? Ich weiß nicht, ich hoffe, ich hab... Mal. Oh Gott. Nee, mach gleich... Nein, bitte kein Foto von jetzt. Mach's nicht, Benny. Bitte nicht. Was soll ich denn sonst machen? Mach ein Foto, los, komm, schnell. Oh. Warte. Ich seh Licht. Ich krieg den Jumpscare gar nicht mit. Ich krieg ihn nicht mit.
Ich krieg ihn nicht mit. Lass mich da oben. Oh, schön den Jumpscare umplayt, Alter. Oh, ich krieg den nicht mit. Ja, ich dachte auch, dass das Wahlgesang ist, aber das war Pfeifen. Das war So. Okay, also, Theorie? Pass auf, die 68, also den Opa, hängst du mal an das, genau an das, da wo du gerade hingekickt hast, da hängst du das mal hin. Okay, den hier, ja? Genau, und das andere dann an das letzte. Okay. Und dann müssten alle auf 43 sein. Da ist er. Und jetzt macht sich hier... Hallo? Warten, Bienen, warten. Guck mal hier nochmal kurz an das Bild ran, ob das stimmt. Welches? Das, vor dem du stehst. Wie, was soll ich mir da angucken? Ach, du kannst das Bild ja nicht mehr anfassen, ne? Nee. Also das okay. Heißt, es hat auf jeden Fall was getriggert. Wenn du denn... Schau mal nochmal durch das Loch durch in der Wand. Haha. Nee, richtig. Also nochmal durch. Hier durch. Jo, ja, Jo, jetzt versteckt das erstmal mit dem Dori. Die hat ja auch so. Stimmt. Die Türklinke, die Tür geht auf. Scheiße, ey. Boah, ist echt. Wir haben es am Anfang gesagt, das Spiel wird übel und es ist übel. Es ist übel. Stevie? Ja? Ich bin ehrlich. Also ich maximal noch eine halbe Stunde oder weniger, aber ich halt nicht mehr aus. Das ist heftig. Also kurzer Check bei mir, also meine Unterhose hält noch so ungefähr 4 Jumpscares aus. Oh, es ist, bei mir ist ja... Oh, was haben wir da? Ja, wir gucken uns hier alles. Was ist denn das? Nochmal so eine Rolle. Feuerzeug? Hä? Yeah, we got a lighter. Nein. We got a lighter. Mann. Denkt sich denn sowas aus? Oh, ey, das ist so duster. Stevie, ey, wirklich? Na, du hast doch ein Feuerzeug. Jetzt ist es doch nicht mehr so schlimm. Es ist übel, Benny. Du tust mir auch wirklich leid, aber... Vor allem, das Feuerzeug ging gerade einfach so aus. There are handprints. Ja. On the walls. Was sind... Das Wasser. Hey. Mach nicht sowas. Oder besorg dir ein anständiges Feuerzeug, aber irgendwas, aber nicht hier einfach ausmachen. Na, das ist eigentlich ein ziemlich teures Feuerzeug. Schön drücken. Oh Gott. Hörst du das? Ich hab da gerade irgendwas gehört. Hörst du das? The handprints stopped. Würde mir jetzt ja nicht auffallen, wenn ich da vorne irgendwas hecheln höre. Also nicht wundern, wenn der jetzt jedes Mal das Feuerzeug ausmacht, dass ich hey sage. Das könnte jetzt ein Bad Habit von mir sein. Hörst du jetzt auf? Das ist eine Übersprungshandlung. Ach du Oh nee. Geradeaus oder nach links? Leute, wohin sollen wir? Okay, der Chat sagt links. 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 Oh, come on. Der Chat hat gesagt links. Also, der hat recht. Wir gehen links. Wunderbar. Oh, ist so unangenehm, das Spiel. Wirklich, es ist einfach unangenehm. Die Mutti hat gerade ihre Sache revidiert und meinte geradeaus. Ja, weil Mutti einfach mal knallhart ist. Oh. Nein. Also Stevie, ich hoffe, du merkst jetzt den Weg, den ich jetzt hier laufe. Okay, du merkst das. Da war jetzt, also, ne? Ist ja, einmal bis jetzt abgebogen. Genau. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt ist die Frage, gehen wir generell immer nach links, wenn wir die Möglichkeit dazu haben? Damit wir dann quasi immer nach rechts müssen, um zurückzukommen? Also ich sag mal so, ich zeichne jetzt mal mit. Willst du geradeaus gehen? Oder links? Na, dann gehen wir erstmal nach links.
nach links wieder. Okay. Weil Jojo sagte links. Also. Oh Gott. Okay, wir versuchen mal zu sprinten. Soweit wie mir das Spiel des Sprinten zulässt. Boah, mal. Jetzt hast du dich ja komplett gedreht eigentlich, ne? Ja, ich bin immer so da lang gelatscht, aber ich komme ja hier jetzt gerade eh nicht weiter. Das heißt. Jetzt müsste das der Gang sein, auf den du triffst, wenn du geradeaus gelaufen wärst. Würde ich jetzt sagen, weil du bist jetzt die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Also, okay. Runter. Ich wollte mich gerade nur gerade kurz umdrehen, langsam, weil ich hatte die Befürchtung, dass hinter mir jetzt jemand steht. Aber dann gehen wir jetzt nach links, wenn wir jetzt hier rauskommen, richtig? Um da vorne wieder quasi diesen Gang da zu verenden, oder? Genau, ja. Also entweder da lang zu gehen. Warum denn immer wieder von vorne, dieser kleine Penner? Ah, siehst du? Ja. Hast du recht. Hattest du recht. Ansonsten Orientierungen sind wie Nacktmul, aber immer richtig gelegen. Oh Gott. Ich habe die Orientierung verloren. Ja, ich jetzt gleich auch. Na, noch jetzt, noch jetzt. Zwei Dinger hier nach rechts. Ansonsten jetzt weiter geradeaus. Okay, komm, wir gehen jetzt erstmal geradeaus. Maybe. Oh nee, jetzt ist die Frage. Ach shit. Müssen wir denn. Ach so, ja, interessant wäre, müssen wir denn in die Richtung des Dämons gehen? Oder jemand in die Richtung, wo es flüstert? Ja, Dennis ist jetzt links von mir. Willst du mich verarschen? Ja, geh da rein. Okay. Das ist vielleicht der Indikator. Oh, aber du läufst doch immer diesen Kreis. Also im Prinzip müsstest du doch eigentlich auch immer geradeaus laufen, oder? So. Guck dir das jetzt mal an. Ja. Wenn du jetzt nach rechts gehen würdest, würdest du wahrscheinlich auf den geraden Gang kommen. Okay, warte. Probieren wir mal aus. Gegenprüfung. Du bist ja jetzt rechts. Ja, hast du recht. Okay. Gut, ja. Oh Mann. Hörst du? Okay. Jetzt bleibt er nur noch rechts. Ich hab auch keine Ahnung, wo sind wir mittlerweile? Weil, wie Herr Junger sagt, besser, auf dem Dach sind wir nicht. Ne, wir sind eigentlich immer noch im Erdgeschoss. Okay, geh mal links. Weil da würden wir jetzt wieder auf den Hauptgang kommen. Okay, jetzt geh ich links. Okay. Cool. Jedes verdammte beschissene Mal. Ist ja schlimmer als der Treppenhaus-Emulator. Nee. Und dann flüstert die mir auch noch, komm. Ja, also für 16-Jährige, für einen 16-Jährigen hat er einen schönen Eier, muss ich sagen. Fuck. Also ich würde es nicht bringen. Mich einfach irgendwo hinsetzen und sagen, ich warte, ich lass mich irgendwo abholen. Keine Ahnung, beweg mich nicht. Bin zu fett, um entführt zu werden. Okay. So, come on, dude. Easy. Willst du mal nach rechts? Warte mal, geradeaus? Liegt da irgendwas? Achso, wieder Paletten, ne? Ist wieder abgeblockt. Willst du nach rechts mal gehen, wo der lang gelaufen ist? Ja, natürlich. Klar. Natürlich will ich das. Heult in der Ecke würde Mutti sitzen. So. Ja, das würden wir alle. Oh! Ausgang! Ist die Entrance. Nein! Okay. Ja, dann wird es wohl nach vorne nach links gehen. Hoffentlich. Jetzt kommt so. Nein, was? Echt jetzt? Wie das denn? Müssen jetzt so kommt so Sackgasse. Scheiße. Ich großen Umweg nicht. Laufen oder was? Oh nein. Stevie, du hast dir das aufgemalt, das Labyrinth? Ja. Also, ich probiere jetzt nochmal. Ja. Wie geh ich da rein? Warte mal. Ich geh mal hier. Ist das Omi? Immer Omi hinterher. Omi führt uns zum Topf mit Jolt. Ja, genau, und macht's los hinterher. Jeder nackten Alten hinterher. I gotta get out.
Ja, jedoch in den Raum mit den umgedrehten Kreuzen. So. Ivi. Ja? Das war jetzt echt fies. Ja, da gebe ich dir recht. Ich brauche gerade kurz, ich muss kurz was trinken. Kurz. Okay, kurz was trinken. Wir haben 3 Minuten Zeit, alle gehen schnell auf Klo und in 3 Minuten geht's weiter. Auf geht's in den Raum mit den umgedrehten Kreuzen. Das Satanszimmer. Ach du Kacke, warum sind denn jetzt hier schon wieder die Hände? Das findest du jetzt noch schlimm? Also, ja, da rührt sich ja bei mir keine Wimper mehr. Ja, aber die waren doch gerade eben... Ja, egal, ist mir egal. Ja. Wir sind doch aber definitiv nicht mehr im Haus, oder? Ja, nee, das ist... Also, wie er schon sagt, vielleicht sind wir jetzt einfach in einer anderen Dimension oder... Ich mach mal ein Foto. In einer anderen Vergangenheit. Das sieht mir ja schon sehr medieval hier aus, irgendwie. Oh, bitte nicht so Layers of Fear mäßig, oder? So. Layers of Fear? Nee, das, ja. Tatsächlich sieht das nach finsterem Mittelalter aus, hier 15. Jahrhundert und so eine Scheiße. Oh, ich sehe wieder... Das sieht ja aus wie ein Kerker. Also halt nur, ne? Die umgedrehten Kreuze sind ein bisschen... Ey, hier ist ein Riesenraum. Was? Du was? Nein. Ey, hör auf mit diesem... Mach... What? Oh, Grave Digger, Alter. Ist das jetzt hier ein Friedhof oder was? Oh, nee. Ach, schön. Wir sind draußen. Ich kann auch nur... Ach so, ich kann nur diesen... Diesen Gang laufen, okay. Das siehst du. Ja, dann laufen wir doch mal ein bisschen schneller. Ist gar nicht unangenehm. Ey, hör auf mit diesem Feuerzeug. Könnte ich mit diesem Feuerzeug... A graveyard? How did I get here? Das ist eine gute Frage. Können wir hier die Lampen anmachen? Wahrscheinlich nicht. So, ich glaube, bleib einfach auf dem Weg. Also auf diesem... Auf diesem Holzdingens. Grindcraft. Okay, hier steht nichts weiter. La-da-da-da. This place seems abandoned. Mhm. Tatsächlich finde ich Friedhöfe nicht so schlimm irgendwie. Also das ist... Fand ich, war jetzt nicht so ein gruseliges Setting irgendwie. Also... Klar, jetzt Friedhöfe sind in echt halt schon ein bisschen scheiß gruselig, aber... Da finde ich jetzt unten da in diesen Tunnel fand ich schlimmer. St. Jupiter's Church, na bitte, Alter. Die Cathedral. Ja, und da klettern wir jetzt rein, oder wie? Ja. Nein, ich wollte ein Feuerzeug anmachen. Ich will nicht kein Klettern. What am I doing? Ja, du kletterst. Mach doch das Feuerzeug an. Okay. Ja, wir hatten noch welche übrig. Ich gehe aber sehr tief runter. Oh, damn. Autsch. Oh. Hat jemand mal ein Pflaster? God. How did I end up here? Gute Frage. Also. Hä? Von oben gefragt. Ja, das ist. Bitte. Also, die Frage ist halt, ne? Wie viel halluziniert er? Und wie viel nicht? Wie viel lässt ihn der Dämon sehen? Was ist das? Cathedral von St. Jupiter schließt ihre Pforten, die Kirche des Grauens. Die Kathedrale von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten. Nach Jahren der Vernachlässigung und einem Mangel an Leuten, die sich um die Institution kümmern wollten, hat die Regierung entschieden, ihre Dienste einzustellen. Gemäß der Aussagen der ansässigen Bevölkerung befand sich die Cathedral von St. Jupiter in einem völlig desolaten Zustand und die Aussage der Regierung ist nicht viel mehr als ein politisches Manöver vor den Wahlen im nächsten Monat. Es ist wichtig, sich die traurige Liste an Vorfällen ins Gedächtnis zu rufen, die mit ihr in Verbindung stehen. Die wichtigsten wären 1947 bis 49, der Tod von 13 Arbeitern bei der Errichtung der Kathedrale in den Jahren von 47 bis 49.
51. Das Geständnis von Nancy Goring im Jahr 51, die vom Priester Louis III. Persönlich an die Polizei übergeben wurde. 87. Die höchst umstrittene Totenwache für die Serienmörderin Madison Hell in 1987. 92. Der Amoklauf im Jahr 92, an dem 10 Kinder und 5 Erwachsene auf tragische Art verstorben sind. 95. Der Selbstmord von Vater George in 1995. Und 2015. Cathedral von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten. Ja, größte Zeit irgendwie über den Mist, der da passiert ist. Boah, 10 Kinder, ey. So, haben wir denn... Das Feuerzeug habe ich nicht mehr. Warum habe ich das Feuerzeug nicht mehr? 2022. Ist das vielleicht die Zahl, die wir brauchen, um da durch die Klebeverschlag durchzukommen bei dem Stuhl? Meinst du? Oder ist das einfach nur das Release-Datum? Besucht unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgärten. Ach, tollen Irrgarten. Na super. Wir erneuern unsere Irrgarten jedes Jahr. Cathedral von St. Jupiter. Welche noch? Oh, oh, schau mal hier. Warte mal, da erstmal hier. Hör mal. The Blue Maze. Warte, ich versuch dir das mal... stillzuhalten einfach. Wäre schon mal eine Hilfe, Benni. Warte. So. Gut, hat er. Hat er. Warte mal, dann wäre das doch wahrscheinlich genau die Kombination, die wir jetzt brauchen, oder? Wegen jetzt hier rein? Könnte ich auch mein Feuerzeug einfach... Ich sehe nichts, Freunde. Was? Ah, nee. Ja, jetzt musst du dich wirklich mit dem scheiß Fotoapparat vorbewegen. Nee, oder? Ja, ich hasse sowas. Also, nichts Schlimmeres als diese Stroboskop-Dinger. Okay. Damon wünscht sich mittlerweile bestimmt auch, er hätte nicht einen weinerlichen Sechsjährigen-Besessen. Ja, hundertprozentig. Der wird sich denken, Alter. Warum er? Okay, 1985. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Was war denn jetzt schon wieder? Kannst du dich schon bewegen? Warte mal, stopp, bevor du rausgehst, schau mal nochmal an die linke Wand. 51. Ja, tatsächlich sind jetzt halt die Daten aus den, aus diesem Zeitungsausschnitt, ne? Aus diesen Chronicles. Okay. So, und das ist jetzt der Irrgarten? Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Alter, ist das Duster. Wo war der? Hier. Oh, nee. Ah, guck mal, hier kommen wir nämlich, das ist einfach noch die Kirche, immer noch derselbe Gang anscheinend. Ja, bloß ein anderes Jahr. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Kenny schreibt gerade, so, jetzt macht langsam, muss kurz zum Späti Bier holen. Ach, ich nehme Handy mit. Das ist auch schön. Jojo. Mein Mann hat mir auch gerade einen Sekt zur Begrüßung gebracht. Ihr habt tolle Partner. Schön. Oh, was haben wir da? Kathedrale von St. Jude. 1, Glockenturm. 2, Grundstein. 3, Beichtstuhl. 4, gelber Irrgarten. 5, blauer Irrgarten. 6, grüner Irrgarten. 7, roter Irrgarten. Sollte ich mir das aufschreiben? Nee, ne, oder? Ich wüsste jetzt nicht, warum. Also... Obwohl... Willst du nochmal solche... Nee, geh mal auf die nächsten Schnipsel. Nimm mal kurz nochmal einen Schluck, wie in der Tonne geht. Hier war, glaube ich, nur die gleiche Info, ne? Genau. Ja, genau. Bell Tower, da. Okay. Wo geht's denn hier hin? Na, wie ans Kirchenschiff hoch, oder? In den Turm? Nee, oder? Was? Lol, doch. In den Turm? Das ist meistens so, dass er dann hinten... Ja, was haben wir da? Wo die Idee ist? The color of life. The color of peace. The color of our little angels. Okay. Welche Farbe sehen wir da? Also, ist blau oder was da in der Ecke? Oder ist es jetzt einfach... Ach so, warte mal, wir können ja auch mal... Uncool, Mann. Mach das lieber nicht. Grün. Grün, ah, schau mal.
So, was hat er jetzt gesagt dazu? Color, was? Na, die Farbe des Lebens. The color of life, the color of peace, the color of our little angels. Little angels, okay. Was haben wir hier? The color of death, the color of wine, the color of Jesus' blood. Also rot wahrscheinlich, aber wir machen trotzdem vorsichtshalber ein Foto. Red. Okay. Also grün und rot. So, grün ist ja hier. Guck mal, hier ist ein grüner Raum, oder? Ja. Was machen wir jetzt hier? Die Glocke betätigen? Kann ich nicht. Da. So, okay. Eine Broschüre. Besucht unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgarten. Wir erneuern unser Irrgarten jedes Jahr. Kathedrale von St. Jupiter. Yellow Maze. Was war denn das erste, was wir gefunden haben? Blue Maze, glaube ich. Aber gucken wir gleich unten. Unten hatten das, unten liegt es ja noch. So. Was ist jetzt so. Yellow Maze? Hast du die? Wofür malst du die auf? Hat er. Hat er, sehr gut. So, dann gucken wir nämlich nochmal. Warum liegt das so einfach da? Komm mit. Yellow Maze. Und ich glaube, das andere war Blue, oder? Oder war das Green? Das guck mal. Ahnung, wir sehen es auch nicht mehr genau. Pass auf, hier unten lag es ja noch. Richtig. Hier. Ja, blau wahrscheinlich. Blue ja. Maze, genau. So, hier vorne haben wir auch noch was. Was ist das? Gott, hier geht's ja auch nochmal durch. Oh Gott! Das, Blue Maze, guck das mal. Blue Maze, ja. Hm. Ist jetzt die Frage, wollen wir das Blue Maze machen? Ich würde sagen, ja. Oh, ich darf. Philanthropendienst. Son. Hail. Oh, no. Is this her coffin? The eye is missing. Was? Wo ist. Welcher Sarg? Wo soll denn der sein? Ach, da. Okay. Oh. Ein Foto machen? Machen wir ein Foto? Oh. Oh. Okay, wir machen kein Foto mehr davon. Oh. The ice is missing. Also, ja, okay. Kann man machen. Na gut, ich hab hier gerade noch was. Das ist der grüne wahrscheinlich, wa? Green Maze? Hast du aufgemacht? Ja, hat er. Können wir die Jahreszeiten wechseln? Was nun? Hä? Wo bin ich denn jetzt gerade lang gelaufen? Genau, jetzt geradeaus? Genau. Dann nach rechts. So, wenn ich jetzt. Weil wir sind ja jetzt in 19. Okay, alles klar. Was denn? Na, wir sind jetzt in 51. Ach, wir sind jetzt in 51? Naja, da wurde das Ding erbaut. Oder? Nee, Quatsch, warte mal. Ich hätte gedacht, wir sind in 87. 87, richtig. Da, wo sie beerdigt wurde, bei der Totenwache. Dann so, weil dann würde ich jetzt mal 51 zugehen. Okay, probier mal. Oh, scheiße, das funktioniert auch noch. Dann leck mich doch am Arsch. Ey, guck mal, und hier ist die Kerze. Eine blaue. Die mitnehmen. Ah, und da haben wir... The Yellow Maze hatten wir schon. Yellow Maze haben wir schon, ja. Jetzt ist die Frage, in welchem Jahr müssen wir denn die alle Kerzen irgendwie da hinbauen? Ja, gute Frage. Oh, geh mal rein in den Beichtstuhl und hör dir mal an den Scheiß. Nein, nehm an. Jetzt ernsthaft? Ich kann mir das anhören? Scheint so. Hello? Excuse me. Your mother. Nancy, look, I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He wasn't a vile
disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of the gas chamber. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void, emptiness, just nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Machst du das jetzt die ganze Zeit? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Ja, naja, 51, wa? Ist naheliegend. Our Father in heaven. So, was guck mal, hier da? Kriegen wir nämlich die anderen. The color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears. Na? Welche Farbe wird sein? Yellow? Blue? Blue, da-ba-di-da-ba-da, da-ba-di-da-da. So. So ein inverted game sein, ja. The color of light, light. The color of the sun. The color of our Father, Lord. Wie lange macht denn die jetzt da ihre die zieht das durch jetzt. Die betet jetzt einfach mal 3000 Rosenkränze runter. Meinst du, im 22 finden wir alle Kerzen? Alter, jetzt kommt die wieder mit ihrem im blauen Mace zum blauen Foto, die blaue Kerze? Oh, warte mal, was ist denn hier? Das ist eine Theorie. Aber in welcher Zeit leben wir? Jojo. Was hat er? He's here. Ja, aber wer? Naja, wahrscheinlich halt unser Erlöser. So, was haben wir da? Das dürfte so die grüne sein. Die green. Uns fehlt ja eigentlich nur noch die rote, oder? Die rote fehlt noch, ja. Die wird bestimmt irgendwo 22 rumliegen. Okay. Na, dann gehen wir nochmal in die 22 zurück. Aber das ist schon die... Oh, was ist das? Das war die Yellow. Aber ist die Mechanik ist schon gut. Ey, der Fetzger, Alter. Die schreibt, ich steig null durch, einfach nur Schiss. Ja, so jetzt uns seit 2 Stunden. Korrigiert, 3 Stunden. So. Okay, hier haben wir noch eine andere Kerze. Gelbe Kerze, wunderbar. Yellow candle. Also wir hätten jetzt 3 Kerzen. Genau. Also, ja, in dem einen Jahr haben wir die leider schon abgelegt, aber ja. Können wir ja wiederholen. Genau, richtig. Also wir gehen ins gleiche Jahr und legen dann da quasi... Aber eigentlich bräuchte man noch eine. Eigentlich bräuchte man 4 Kerzen. So, dann machen wir jetzt erstmal 51. Mutti, ich würde gerne helfen, aber ich raff 0. Willkommen im Club, keiner rafft hier irgendwas. Nee, wirklich. Wir klicken durch puren Zufall durch. Lol. Was ist denn da, Alter? Was schwebt denn da? Schade. Die grüne Kerze. Na, leck mich. Oh! Oh, und der erste Jumpscare ist wieder am Start. Hallo. Okay. Die grüne Kerze. Jetzt geht aber meine Theorie nicht mehr auf. Na, dann geh ins Blaue.
Okay, dann gehen wir ins Blaue. Ab ins Blaue. Oh! My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Alter, huntet der uns jetzt? Ich hoffe nicht. Verletzt er uns jetzt? Oh Gott, das ist ja schon wieder stressig. Ja, das ist natürlich eine Komponente, die ist dann übel irgendwie. Neben Jumpscares, wenn du jetzt wirklich noch irgendwie verletzt wirst. Oh! Hä? Alter. 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 Oh! Oh! Oh, nicht doch! Nein! Fuck you! Rot! Ja, warte. Rot. Gelb. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Und, Oh! Fuck you! Okay.